Servus Leute, willkommen zurück zu The Whispered World. Beim letzten Mal haben wir mit dem Orakel Shana gesprochen und sie hat uns gesagt, dass Cedric die Welt untergehen lassen wird. Kommt nicht besonders gut im Lebenslauf, aber naja, vielleicht können wir es irgendwie verhindern. Die waren vorher noch nicht da. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Eigentlich sind es Glühwürmchen. Und wenn du die wirklichen Irrlichter meinst, aua, die Irrlichter sind Geister. Toll, jetzt habe ich mir schon zweimal das Knie an der Tastatur angehauen. Geil. Ihr Lichter. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? Der Baum scheint ganz hohl zu sein. Lichter rein. Kann ich den Baum kaputt machen? Der Baum scheint hohl zu sein. Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Vielleicht kann ich Spot reinpacken. Als Spot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Moment mal, vielleicht mit der Bärenkralle? Oder habe ich das schon mal probiert? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Schade. Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwas, was ins Loch passt. Korken. Tatsache. Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Okay. Wahrscheinlich, weil die jetzt nicht mehr durchs Loch können, müsste sie einen anderen Weg nehmen und ich folge ihnen. Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? Wo sind sie denn jetzt hin? Der Stein da. Den Weg wegpacken? Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Kahle Stelle. Da ist nichts. Nur ein kahler Fleck. Seltsam. Ich hab die Schaufel. Vielleicht geht das. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Einfach mal ein Loch graben. Oh. Gibt's irgendwas? Ja, ein Ausgang. Toll. Nee, eine Pfütze. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Petroleum? Packt man Petroleum nicht in Lampen, damit es brennt? Ja, kein Zweifel. Da ist Petroleum im Wasser. Coole Aussicht. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Da. Vögel. Insel. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ja, das Loch, der Baum.
Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Mhm, genau. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Habe ich irgendwas, was ich nutzen könnte? Nein, das Loch ist groß genug. Von außen wirkt er so bunt und aber von... halte du... Okay, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht eine Bombe reinschmeißen, dann explodiert er und der Baum kippt um. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Zwar nicht so, wie ich gedacht habe, aber... Den hohlen Baumstamm als Kanon... Ich kann einfach nicht glauben, aber von der Entfernung her könnte... Den hohlen Baumstamm als ich aber von... Ja, also... Nein, das Loch... Ja, Bomben, aber warum geht's jetzt nicht? Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Ich kann nicht gut werfen. Und so weit schon gar nicht. Ich kann nicht gut und so... vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Ich glaube, auch das wird er überleben. Spot landet immer auf den Füßen. Okay, das Ding als Kanonenrohr verwenden. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Und was soll ich da fangen? Holzwürmer? Viele Optionen bleiben mir nicht. Ich kenne weniger gefährliche Methoden. Früher war Bens Mütze spitz wie ein Pfeil und fest wie ein Schildkrötenpanzer. Dann ist mir das Stärkepulver ausgekippt. Mann, war Ben sauer. Das wäre die reinste Verschwendung. Das wäre die... Spot hat Respekt vor Schildkröten. Selber schuld. Toll, jetzt bin ich hier oben auf dem Baum. Aber ich komme nicht mehr runter. Wozu? Da ist doch schon ein Loch. Wozu? Das wäre die reinste... Mir bleibt nichts anderes übrig, außer jetzt alles auszuprobieren. Weil ich habe die Bomben, ja. Kanonenrohrtrick und so, aber... Nicht nötig, es ist bereits offen. Für dieses Loch fehlt eine Art Deckel. Moment, vielleicht. In dem Zustand würde sich Spot vielleicht sogar als Tropfen eignen. Aber ich habe noch genug Anstand, um nicht meinen besten Freund in die Luft zu sprengen. Spot macht sich nichts aus Bäumen. Ich glaube, ihm ist einfach alles egal. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Wenn Spot doch... vielleicht bekomme ich den... Jetzt tu mal nicht so. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr? Ich kann einfach nicht... Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Ja, ich habe schon so eine... Andeutung jetzt bekommen, aber... Das ist die Insel von hier oben betrachtet, aber wieso... Wie genau ich das jetzt einstellen muss, weiß ich nicht. Der Kompass zeigt nach Norden. Bis zur Insel scheint es nur einen Katzenwurf entfernt. Man möchte fast springen. Ich muss das Ding wohl irgendwie als Kanonenrohr verwenden. Aber wie?
Spotten Ja, die Biss geben. Ben dachte auch mal, dass das eine lustige Idee ist. Er konnte 2 Wochen lang nicht jonglieren. Ich war selten so stolz auf Spot. Opa sagt, die neue Haftcreme hält bombensicher. Ich glaube, die Wette nehme ich an. Oh oh, die Askill waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass ich das Ding irgendwie als Kanonenrohr verwenden muss, aber wie genau, weiß ich nicht. Ich kenne weniger Gefährliche. Für diese Mütze braucht man kein Haarnetz, dann schon eher einen Imageberater. Also mit dem Mausrad kann ich das auch. Jetzt bist du wieder normal. Ich glaube, auch Spot landet immer auf. Doch irgendeine Möglichkeit geben. Das wäre die reinste Das wäre die. Gott sei Dank hat Spot keine Krallen. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Schaufel nicht, Gebiss nicht, Kralle nicht, Schatulle nicht, Kompass nicht, Karte nicht, Kescher nicht, Schildkröten nicht. Das wäre die rein. Das wäre. Es ist scharf, aber so scharf nun auch wieder nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, das Loch ist. Nein, das. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich aber von der Entfernung her. Um dieses Loch zu verstopfen, ist die Mütze einfach nicht fest genug. Um dieses Loch zu verstopfen. Achso, ich muss das Loch verstopfen. Komm ich hier irgendwie wieder weg? Insel, Loch, See, Baum. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas verkackt. Ich brauche also was Festes. Die Karte sollte ich lieber nicht wegwerfen. Ohne sie bin ich vollkommen aufgeschmissen. Dachte ich mir schon irgendwie. Um dieses Loch zu verstopfen, ist die Mütze einfach nicht fest genug. Früher war Bens Mütze spitz, dann ist mir das Mann war Ben. Unsere Zirkuskleidung ist kratz- und bissfest. Sonst hätte ich die alte Pudeldressurnummer wahrscheinlich nicht überlebt. Ironischerweise waren die Zirkuspudel nicht ganz so kratz- und bissfest. Ben weiß bis heute nicht, wie der Wolf in den Pudelkäfig kam. Mann, habe ich diese Nummer gehasst. Wundert mich nicht. Unsere Zirkuskleidung ist kratz- und sonst hätte ironisch Ben weiß. Mann, habe ich. Die sollte ich lieber nicht verbuddeln. Die brauche ich noch. Die Wäsche zusammenlegen steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Es ist eine von den vielen Sachen, die mir Ben nicht zutraut. Und was soll ich da fangen? Holzwürmer? Und was soll ich Holzwürmer? Ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Nicht fest genug. Sich das Ding irgendwie festigen? Früher war Benz, dann ist Mann war. Ich kenne weniger Gefährten. Ich kenne. Die Mütze hat Ben früher immer zum Messerwerfen getragen. Aber seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist, hängt sie ihm zu sehr ins Gesicht. Wir haben es 3-mal ausprobiert und dann entschieden, dass es keinen Sinn mehr macht. Für diese Mütze brannte schon eher einen immer. Früher musste ich immer mit einem selbst gefalteten Papierhut auftreten. Dagegen ist meine jetzige Mütze richtig en vogue. Was heißt denn en vogue? Das ist kein Wäschekorb, sondern eine Schmuckschatulle. Ben bewahrt darin Sachen auf, die ich nicht in die Finger bekommen soll. Unsere Zirkuskleidung ist kratz und bis sonst ironisch. Ben weiß, Mann hat. Der Kompass zeigt nach Norden, wo die Menschen coolere Sachen tragen. Felle und Wikingerhelme. Ach ja.
Wikingerhelme. Ich weiß ja nicht, ob die so cool sind. Wow, ich habe keinen Plan. Und ich komme hier auch nicht mehr weg. Von außen wirkt er so bunt, aber von... haltet... Ich komme hier doch weg. Dumm von mir. Ich fest genug hast du es. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie das Harz. Oder ich nehme den Korken wieder mit. Nein, das Loch... So geht nicht. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Ja, Bärenkralle eigentlich, ja. Da aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Kaum mit Bomben. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die... Ich bräuchte eine... Eine Art Gefäß, das da ist ein Gefäß. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die... Ich bräuchte ein... Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Nicht im Baum. Damit kriege ich das... Ich würde... Ich bräuchte eine Art... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, du hast noch dein rotes Ei. Kann ich dich aufschneiden? Willst du tauschen? Er scheint ganz versessen auf dieses rote Ei. Willst du tauschen? Er scheint... Vielleicht die Mütze. Willst du tauschen? Er scheint... Ja. Will er sich sowas wie ein Ei haben? Schon gut. Was auch immer gesagt hat. Hat keine Ahnung. Ja. Totem, Schüssel, Totem, Totem. Warum kann ich die drei Totems einzeln anklicken? Wenn ich hier irgendwie durchkämpfe. Pilz, Spinnnetz, Pilz, Pilz, Pilz. Warum auch immer die ganzen Pilze einzeln sind, aber gut. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Von hier aus komme ich da nicht hin. Ich muss wahrscheinlich irgendwie diesen Kanonenrohrtrick einsetzen, aber wie? Harz. Ich glaube, ich werde erstmal speichern und mir was überlegen. Dann würde ich sagen, das war The Whispered World. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.